Soweit ich mich zurückerinnern kann, bin ich in engen, geschlossenen Räumen in Panik geraten. Ich krieg keine Luft mehr. Du hättest nicht Polizistin werden sollen. So schnell wie möglich hier raus. Ich weiß sehr wohl, wie man das nennt. Platzangst. Nun, ich hatte beschlossen, mit allen Mitteln gegen meine Angst anzukämpfen. Okay, ich nehme so das Kärtchen. Suchen. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Keine Panik. Ich atme tief durch und gehe so lang ohne stehen zu bleiben weiter, bis ich den Computerterminal finde. Laber nicht so viel, dann geht das alles viel besser und schneller. So, das war jetzt auch wieder so eine Geschichte hier. Diese... Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Möglicherweise. Vielleicht jener. Aha. Der Herr sprach, es werde Licht und es ward Licht. So, drücken Sie abwechselnd die L1-Taste und die R1-Taste, um Carla atmen zu lassen. Halten Sie den Zeiger in der Mitte der Anzeige, damit Carla ruhig bleibt. Ho! Fett. Ich gehe mal hier hin. Okay. Gar nicht einfach. Vor allem, wenn man so atmet, da kann man ja nicht überleben. Wieso guckt sie nicht? Wieso guckt sie sich nicht um? Okay, also es ist natürlich so, dass mit der R, mit den R-Tasten hier auch gearbeitet wird. Na, klasse. Ich krieg keine Luft. Ich muss hier raus. Ich versuch's später. Nee, jetzt? Ich werde meine Angst beherrschen. Das ist ein Hin und Her hier. Ich könnte jetzt zu Tyler wechseln, mache ich aber nicht. Ich mache weiter hier. Okay, nochmal da rein. Also. Okay, also mit R und L wechsle ich normalerweise nur die Perspektive. Jetzt gerade eben hatte ich das Gefühl, dass ich damit auch nach links und rechts schaue. Ich muss vielleicht selber auch ein bisschen ruhiger werden. Ja. Da geht's schon mal nicht durch. Ja, das ist jetzt gerade sogar gar nicht so leicht zu koordinieren hier. Nein, 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 du sollst da nicht dran drehen. Oh Gott. Also nochmal. Ich will da rein. So. Guck mal, Computerterminal. Da ist der Archivterminal. Hier kann ich die Datei einsehen. Die Speicherdateien sind nach Jahren geordnet. Der Fall Kirsten ereignete sich in den 90er Jahren, dürfte schnell zu finden sein. Die 90er. Also da haben wir schon mal 1985 bis 90. So. Allerdings ist das hier gar kein so enger Raum, Carla. Jetzt stell dich mal nicht so an. In den 90ern. Ja, also wirklich, dadurch, dass ich hier R1 und L1 abwechselnd drücken muss, bewegt sie sich immer wieder irgendwie in eine Richtung, die ich sie gar nicht bewegt haben will. Die 90er. Leute, helft mir doch. Alter, das ist jetzt echt gerade ganz beschissen zu steuern hier. Okay. Ich stelle gerade fest, nur mit dem linken Stick ist es am einfachsten. In den 90ern. Hier komme ich nicht durch. Ich probiere einfach mal das da. Ho!
Das ist natürlich heftig jetzt, ne? Stromausfall. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Ich habe... Hä? Ich habe jetzt aber gedrückt. Es hat keinen Zweck. Ich halte einfach nicht aus. Die ist wieder ganz zurückgerannt, oder was? Oder sowas. Es geht natürlich weiter. Es ist ja machbar. Also wir haben jetzt hier eine ähnliche Rätselstruktur wie bei Tyler eben. Hä? Es hat keinen Zweck. Abwechselnd R1 und L1. Sagen Sie. Das habe ich getan. Dann ist es vielleicht doch eher so, dass ich darauf achten muss, in welche Richtung der Zeiger ausschlägt. Ja. Hä? Es hat keinen Zweck. Ich halte einfach nicht aus. Ist ja gut, Mädchen. Das kann jetzt echt nicht so schwer sein. Hör mal auf. Ich fürchte nur, wenn ich jetzt so weitermache, dann ist sie irgendwann so fertig, dass ich eben gar nicht weitermachen kann. Mit leeren Händen gehe ich bestimmt nicht. Ja. Die Kirstenakte muss hier sein und ich gehe erst, wenn ich sie gefunden habe. Ich fürchte, du gehst vorher. Ich fürchte tatsächlich, du gehst vorher. Also ich mache das leider selber ein bisschen hektisch hier. Muss ich ja ehrlich zugeben. Ich glaube, ich bin hier richtig. Warum geht da nichts? Ah, fuck! Es hat keinen Zweck. Ich halte einfach nicht aus. Okay. Also offensichtlich bin ich da jetzt ein bisschen legasthenisch veranlagt. Ich krieg das auch einfach nicht hin. Aber der Weg war schon mal der richtige. Also die Richtung war absolut korrekt. Wenn die Frau jetzt einfach nur gesund wäre, dann wäre das viel einfacher. Zumindest dürfte sie sich in jenem Raum hier ein bisschen erholen, bin ich der Meinung. Ich probiere mal da zu drehen. Vielleicht bringt das was. Hm. Okay, sie hat zumindest mal da was gefunden, aber sie ist jetzt rausgerannt wieder. Es hat keinen Zweck. Ich halte einfach nicht aus. Im schlimmsten Fall gibt sie auf, schätze ich. Aber sie hat jetzt irgendwas da gefunden. Ich weiß nur nicht, was. Also gut. Jetzt nochmal in dem Gang hier. Da habe ich ja eben das... Was macht sie denn jetzt hier? Ich bewege doch die Tasten. Es hat keinen Zweck. Ich halte einfach nicht aus. Also das ist jetzt ein bisschen komisch. Also ich drücke die ganze Zeit die Dinger da. Aber sie driftet trotzdem nach links oder rechts ab. Hier funktioniert das alles noch super.
Aber ich glaube, ab so einem gewissen Punkt, wenn es so ins Rötliche übergeht, dann wird das einfach schwerer kontrollierbar. Hä? Das war ja doch gerade wieder die Markierung, dass ich da was angucken kann. Macht doch nichts, die Frau. Die ändert doch hier nichts. Der Terminal geht nicht an. Da muss es sicher einen Schalter geben. Ah, da hinten. Jetzt rennt sie natürlich erstmal. Ah, nee, jetzt ist sie wieder neutral. Da habe ich aber Glück gehabt. Da habe ich aber sowas von Glück gehabt. Das war jetzt, glaube ich, richtig. Der Controller hat wieder vibrated. Okay. Es geht schon los. Mir zittern die Hände. Ja, ja, ich merk's. Ich krieg keine Luft mehr. Ich muss die Ruhe bewahren. Bloß nicht von der Angst überwältigen lassen. Was ist das auch für eine riesige Kassette? Der Terminal geht nicht an. Ja. Da muss es sicher einen Schalter geben. Ja, natürlich. Ja, der ist da hinten, ist mir schon klar. Aber wo genau da hinten? Ich mach das hier mal weg. Vielleicht kann ich da was tun. Schalter, 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 Schalter. War ich doch eben schon. Leute, hört doch mal auf. Schalter? Eieieiei. Nehmen wir mal den da. Schauen. Juhu! Kann sie denn hier wenigstens rennen? Nee, sie kann auch nicht rennen. Jetzt habe ich hier gerade wieder. Ist jetzt nicht wahr, oder? Es geht schon los. Mir zittern die Hände. Auf jeden Fall geht das Terminal mal. Ich krieg keine Luft mehr. Ich muss die Ruhe bewahren. Nichts zum Fall Kirsten. Muss die falsche Kassette sein. Ist auch die falsche Kassette. Wir waren ja auch nicht beim richtigen Jahr. Okay. Also, wir müssen zurück in die 90er. So, da bin ich ja der Meinung, waren wir hier schon gar nicht falsch. Ja, aber da hier kein Weiterkommen ist, muss ich erstmal nach links rüber. Ja. Nee, also ich muss, glaube ich, das hier. Was haben wir denn hier überhaupt für lauter Zeug? Ach, da sind wir doch hergekommen.
Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, beruhig dich, Carla. Wir laufen einfach mal geradeaus. Jetzt kann ich nämlich darüber. Ah nee, ist klar. Es geht schon los. Mir zittern die Hände. Ich krieg keine Luft mehr. Ich muss die Ruhe bewahren. Ich krieg auch bald keine Luft mehr. Bloß nicht von der Angst überwältigen lassen. So. Da bin ich jetzt genau vor dem Dingsbums da. Ah, 90, 2000. Also ich muss genau da rein. Ich muss hier dazwischen, Leute. Helft mir doch mal. Ich bin der Meinung, das ist richtig so. Ich habe da eine Markierung jetzt eben gesehen, dass ich hier was machen kann. Wären die Akten. Ich überprüfe erst die eine Kassette, bevor ich eine andere nehme. Du bist so dumm, Frau. Ey, Platzangst haben, aber immer wieder dahin gehen müssen, wo wenig Platz ist. Du könntest 3, 4 Kassetten auf einmal mitnehmen. Aber es ist natürlich Spiellogik, nicht wahr? Das müsste es sein. Juhu! Die Datei ist leer. Kein Bericht, keine Beweise, rein gar nichts. Sekunde. Hier steht der Name des die Untersuchung leitenden Kommissars. Mhm. Robert Mitchell. Okay, also. Jetzt sind wir mit Agatha ist das nächste, was wir tun. Jetzt sind wir mit Carla da durch. Das war jetzt richtig anstrengend. Ja, da muss man halt einfach auch selber die Ruhe bewahren in dem Moment. Dann läuft das. Also, jetzt haben wir Tyler gespielt, wir haben Carla gespielt. Dann ist jetzt mal wieder Lucas dran. Irgendwann kommt es ja eh wieder. Okay, wir wollen zu Agathas Haus. Ist es denn jenes hier? Nein, es ist irgendwas mit Bäumen. Ich würde sogar behaupten. Nee, jenes nicht. Wir gehen weiter. Die Hausnummer 36. Wenn wir rennen. Ihr Haus befindet sich in dieser Straße. Ja. Warum also irgendwo anders suchen? Das könnte es doch sein. Da ist es ja. Hallo? Hallo? Hm. Ah, New York. Tür offen lassen. Gute Idee. Ist hier jemand? Ratten auf jeden Fall schon mal, das habe ich jetzt gehört. Viele davon. Ja, schauen wir einfach mal überall rein. Hallo. Oh, Vögel. Keine Ratten. Aber das hat natürlich auch was hier, ne? Sie mag Vögel. Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Das sind auch Vögel.
Dann muss hier wohl eine weg sein. Lass mal die Käfige anschauen. Wenn hier eine fehlt. Wer sagt denn, dass die unfreundlich sind? Die sehen nur hässlich aus. Also. Ja, hier geht jetzt, glaube ich, nichts weiter gerade. Ich gehe mal wieder raus, beziehungsweise ich check mal, ob es in diese Richtung noch eine Tür gibt oder irgendwas. Moment. Moment. Das interessiert mich da. Eine alte Kochkommode. Oh mein Gott. Was nun? Was tun mit dieser Kommode? Ich schätze nichts. Ich gehe mal wieder raus. Irgendwo muss ja die Frau sein. Nehmen wir diese Tür. Das ist schon mal ein Kärtchen, das gefällt mir. Plus 5 nur. Was soll das? Was liegt denn da? Was liegt denn da? Das sieht mir aus wie ein Messer. Und irgendwas liegt daneben. Aber ich kann es von hier aus... Also er macht nichts da. Ich kann es mir nicht angucken. Aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Eine alte Spüle. Eine alte Spüle. Eine alte Kommode. Ein alter Holzofen. Ein alter Holzofen. Die Kaffeekanne ist noch heiß. Das heißt, hier ist jemand. Und trinkt Kaffee. Hm. Alte Teller auf einem Regal. Es ist alles so alt hier. Aber zu diesem Messer, das da auf dem Tisch liegt, wie auf einen Altar gebettet, dazu sagt er nichts. Na gut, ist das ein alter Kühlschrank? Nichts Besonderes. Offensichtlich nicht. Na gut. Agatha? Was war das denn? Gerade eben für ein Flackern da oben. Ach so, da könnte ich wieder da rein, da war ich ja schon. Keiner zu Hause? Hallo? Hallo? Also diese Tischdecke, die sticht hier hervor förmlich, ne? Alles so grau in grau hier. Da diese rote Tischdecke. Ich neige dazu, sie mir anzuschauen. Ein altes Zauberbuch. Hm, wie unheimlich. Meinst du, sie hat es mit schwarzer Magie zu tun, diese Frau? Was soll denn hier? Eine ausgestopfte Eule. Ja, und ich habe da sogar schon eine ausgestopfte Krähe gesehen. Sieh an, sieh an. Aber was für eine? Eine ausgestopfte Krähe. Mordsteil. Wären die so groß? Boah, das Bild fetzt. Oh! Warte mal. Ego Perspective. Ego Perspective, come on. Ich muss das anschauen. Wer ist das da? Alles Familie hier, oder? Ich wünschte, er würde mal an einer Stelle stillhalten. Boah, das ist aber auch merkwürdig, ne? Ich glaube, ich habe mir diese Bilder nie genau angesehen. Bei den... Ja, ich habe es ja nur einmal gespielt. Ich wollte gerade sagen, bei den letzten Malen spielen, aber ich habe es wirklich nur einmal gespielt. Na gut. Das hier kann man noch anschauen, diesen... Alle Möbel sind abgedeckt. Sessel. Ob hier schon seit langem keiner mehr wohnte. Hm. Ich schätze mal, das war es in dem Raum auch. Dann nehme ich mal diese Tür, beziehungsweise das Bild hier. Das Bild will ich noch. Das ist irgendeine Maske. Das sind alles irgendwelche Masken hier. Okay. Diese Tür will ich nehmen. Hallo, Agatha. Sind Sie Agatha? Du hast auf mich gewartet. Warum oder? Möchten Sie mit Agatha sprechen? Na, helfen. Man sagte mir, Sie könne mir helfen. Helfen? Nun ja. Wer hier auf Erden braucht schon keine Hilfe? Die, Dings. Hier. Du weißt schon. Man kann auch ohne Augen sehen. Aber was?
Und nun, junger Mann, schieben Sie mich bitte rüber. In Gesellschaft der Vögel kann man sich besser unterhalten. Gut, dass ich jenen Raum bereits betreten habe. Dann weiß ich jetzt ganz genau, wo es lang geht. Lala. Oh Gott, die Steuerung. Um Himmels Willen. Ja, meinst du die ausgestopften Vögel oder die echten? Das wäre noch eine Frage. Aber ich schätze mal die echten. Also die lebendigen Vögel. Wie ist denn das hier mit Putzen eigentlich? Wann hast du das zuletzt gemacht? Oder kommt da jemand? Vögel sind einmalige Tiere. Sie können ihr ganzes Leben in einem Käfig verbringen und trotzdem noch fröhlich singen. Ja, vielleicht klingt das ja nur so. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Ich habe einen Mord begangen. Ich habe jemand umgebracht. Es war, als wäre ich besessen. Ich sah, wie ich es tat, ohne mein Handeln kontrollieren zu können. Klingt eher wie eine einfältige Ausrede. Nee. Glauben Sie nicht, Sie sind in Wahrheit einfach nur verrückt geworden? Nö. Ich hatte eine Vision eines anderen Mannes, der gleichzeitig genau dieselben Bewegungen machte. Und eines Mädchens, das mich um Hilfe bat. Im Schrank liegt ein Säckchen mit Samen. Seien Sie so nett. Füttern Sie bitte meine kleinen Lieblinge. Okay, wer macht das sonst so, wenn ich nicht da bin? Ja, oberste Schublade, unterste Schublade. Ich probiere es erstmal in der obersten. Ist ja klar, dass das nicht die richtige ist. So, jetzt ist die Frage, muss ich jetzt an jeden Käfig einzeln laufen? Oder... wie ist das? Naja, ich gehe einfach mal überall hin. Die Lichteffekte sehen schon irgendwie geil aus, finde ich. Das war, glaube ich, damals für PS2-Verhältnisse schon gar nicht so übel, ne? Grundsätzlich so ein bisschen... bessere Spiele von der Optik her gab es aber schon. So, jetzt habe ich, glaube ich... habe ich alle Vögel jetzt? Ich glaube... also ich habe jetzt mal alles gefüttert, was ging, glaube ich. Dann können wir jetzt vielleicht weiterreden. Auslöser, Offenbarung, Auslöser. Haben Sie eine Vermutung, was den Kontrollverlust ausgelöst haben könnte? Alkohol. Vielleicht ein Getränk. Ein besonderer Ton oder ein Bild. Irgendwas Ungewöhnliches. Nicht, dass ich wüsste. Ehrlich gesagt erinnere ich mich ab dem Betreten des Restaurants bis zu dem Moment, wo ich wieder zu mir kam, an nichts. Sind Ihnen seitdem vielleicht noch andere seltsame Dinge passiert? Sonderbare Träume oder Visionen? Ja. Ja, ich sehe Dinge, als nähme die Wirklichkeit vor meinen Augen schreckliche Formen an. Können Sie Ihre Visionen mit irgendwas Konkretem in Verbindung bringen? Zum Nein. Beispiel einem Symbol oder Zeichen, einem Wort? Als ich wieder Herr meiner Sinne war, nach der Tat, sah ich dieses Symbol in meine Arme geritzt. Er hat allerdings Verbände dran. Zwei offene Münder. Oh mein Gott. Ja. Was sagt denn dein Gott? Was heißt das? Es gibt nur einen Weg, dies zu deuten. Schnell, schieben Sie mich ins Wohnzimmer.